dass bald nur ein zweites Sparrow-Mike mit ankommt. Langsam überwundert das aber ein bisschen mit diesem Fliege-Pinatas, Alter. Also, das ist jetzt das dritte Mal. Tada! Dann wird mir angesagt, dass ich hier einen fertig habe. Wird mir das irgendwie angesagt? Alter! Büchlein. Schön mal. Hoppala! Joyo. Sesshafte Pinatas. Nein, das war falsch. Hier hinten. Hier steht ein Meisterverkuppler. Techtelmechtel, sesshaft, Besuch. Okay. Anscheinend haben wir einen kleinen Ausblick auf das Ding gefunden, was sie als 100-Folgen-Special machen wollte. Hoppala. Als kleines Info nebenbei. Es wird da angezeigt. Okay. Pinora ist geschlüpft. Da freue ich mich doch. Okay. So, die waren noch auf dem Ei. Bleibst du denn? Wo bleib ich denn? Die waren noch auf dem Ei. Ich will ein Ei hier haben. Schmeckt zum Brot. Ach, der ist ein Technikmittel. Okay. Kommt jetzt noch ein Sparrow-Mind oder dauert es so ein bisschen? Ich kann schon mal Sparrow-Mind bei Hause und basteln, aber im Fall fliegt er sich jetzt mal dahin und das will ich nicht. Da ist noch ein Sparrow-Mind! Komm, renn auf den Meter! Und du auch, du scheiß Baseng! Stardust kommt! Ist auf dem Weg! Alter, wie schüttelst du das Ei? Und auf welchem Trip bist du, dass du fliegen kannst? So. Dürft noch mal. Und hasch mich. Hasch, hasch, hasch. Boah, guck dir das mal an, Alter. Boah, 10 Münzen, Alter. Mach dich nicht so krumm, what the fuck. Diese Witzbeute. Hoppala. So. Das war Nummer 4 und normalerweise habe ich die eigentlich, müssten jetzt 5 sein. Ergo, wir schauen jetzt nochmal kurz nach. Es müssten jetzt eigentlich 5 sein. Wir haben ja, als wir das erste Mal bekommen haben, haben wir sie auch verkuppelt. Immer noch kein Techtelmechtel. Das heißt, wir müssen dieselben die ganze Zeit verkuppeln. Ey, da brauchst du... Alter, weißt du, wie viel Glück du brauchst, dass währenddessen keiner von denen gefressen wird? Da ist noch ein anderes Sparrow-Mind jetzt hier. Er ist in der Mauser, deswegen verliert er jetzt gerade die ganzen Federn. Haare auf jeden Fall. I can't sing this song.
Und aufpassen, dass ich die richtigen Pinatas auch zusammenknüppe hier. Hm? 36 und 37 sind ja auch schon ganz schön erwachsen. Oh, ich hab langsam keinen Bock mehr. Ist ein bisschen früh, wa? Los, wer meint? 36 passt. Du, 36. Anscheinend ist er zu blöd. So, ich kann ihn nicht mehr ficken lassen. Techten möchten lassen. Alter, ich drücke immer zu viel. Heißt das jetzt, wir haben Meisterverkörper bei dem bekommen, deswegen können wir es nicht mehr machen? Das wäre sehr nieze. Immer noch kein dreckiges Meisterverkuppler-Scheiß, Alter. Was soll ich denn noch machen? Ich kann nicht mehr als fressen und ficken, Techtelmechteln lassen. Weil mein ganzes Ding ist hier vollgemüllt hier. Mit allen möglichen dummen Pinatas, die ich nicht bräuchte. Nur um vorwärts zu kommen. Das ist ein Scheiß, ist das ein bisschen. Entschuldigung. Ist auch nochmal so. Es nervt. So. Tschö. Ich müsste jetzt hundertprozentig Auszeichner für Kuppler hier bekommen. Kupplungsmeister. Ich kann nicht mehr. Die haben ja kein Herz mehr über den Kopf. Guck das mal an. Alter, dann verpiss dich doch jetzt mal. Das gibt's ja wohl nicht. Deswegen, weil die Behausung zu voll ist. Ah, jetzt hat er wieder ein Herz hin. Ja, jetzt haben sie wieder ein Herz über den Kopf. Das heißt, 33 und 34 müssen gleich nochmal. Bis es klappt, Alter. Bis ich da mal Meisterverkuppler habe. Weg. Wicked Toad. Habe ich nicht. Besuch von einem neuen Putschhock. Putschhocks lieben leckere Worms und Disteln, um gesund zu bleiben. Wenn du von einem genug hast, kommen sie vorbei. Oh! Putschhock haben wir noch gar nicht. Zwei Worms und eine Distel gefräsen. Okay. Mal, ob wir jetzt mal gerade eine Distel für dich ran schaffen können hier.
Los, schmelzen die Schokomünzen in der Tasche? Ich nehme sie. So eine kleine Schlampe. Ist der auch. Ist kein Pinata, was ich unbedingt behalten wollte, aber... Shit happens. Okay, auch seinen Worten gefressen. Sperre mal Bad. Okay, 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 okay. Was ist unser lieber Kollege? Wie abgehauen? Nee, da ist er ja. Okay, er jagt ihn jetzt, Coolio. 39 kann man in die Nähe. Der schmeißt mit Reifen um sich, what the fuck? Jetzt passen noch die Tüste hier. Ja, gut vorwärts hier. Jetzt kann ich sie wieder plötzlich nicht mehr richtig bemächtigen. Warum nicht? Ich begreife es nicht so ganz. Begreife es nicht. So, aber Zen kommt auch nicht mehr rein. Das ist zum Heulen. Es ist, das ist schon wieder der Garten schon wieder so überfüllt. Mit Rotz. Mit viel Müll überfüllt. Alles, was nicht sein muss. Immer auch kein scheiß Meisterverkuppler. Ist zum Haare ausreißen. Ja, es ist natürlich 33. Es ist zum Kotzen, es ist so. Ah, endlich. Neuen Basen. Wie viel hast du denn jetzt schon gefressen? Würde ich gerne mal wissen.
Alter. Dreckigen kleinen Mistviecherchen, Aasgeier, Drecksviecher. Vor allem jetzt hat der scheiß Berserk 1 gefressen. Und es ist wahrscheinlich wieder das, was noch kein Zuge gefressen hat. Jetzt darf ich wieder ein Kinderry fangen lassen, ey. Das ist zum Heulen. Moin. Ja, ich würde die auch schon längst hier drin haben, aber das Baseng meinte, nö, ist nicht. Schalbin. Okay, whatever. Jetzt kann ich sie ja nicht technomechten lassen hier. Ich will den scheiß Meisterverkuppler jetzt haben. Du kleines, minderwertiges, komisches Vieh. Ente dort einmal sehen, wo ich an einem Krokodil vorbei. So, 70.000. Oh, jetzt dürfen wir nochmal einen Kandari jagen lassen. So, da ist jetzt wieder ein Herzchen oben drüber. So, endlich. Und wer ist es dann endlich kein Meisterverkuppler? Dann werde ich kirre, werde ich dann, ey.